Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung von TV Rupp. Heute mal aus der sonnigen Karibik. Du meinst wohl eher aus den weiten Kälten von Alaska? Oh. Nein, wohl eher nicht. Eher aus dem Fernsehstudio aus dem MSZ. Und jetzt aber erstmal der Themenverspann. Ein Erasmus-Semester in der Sonne auf Martinique. Und das Kurzfilmfestival in Oberhausen. Außerdem Feuer frei, fliegende Eier bei den Ingenieurswissenschaftlern. Martinique klingt für mich nach Sonne, Strand und Palmen, also Karibik-Feeling pur. Das kann aber auch studieren heißen und Philipp hat das gemacht und hat TV Rupp von seinen Erfahrungen erzählt. Rund ein Drittel der Studierenden an der Ruhr-Universität verbringt während des Studiums eine längere Zeit im Ausland. Auch Philipp Börner zog es weg aus Deutschland. Er lebte und studierte im letzten Wintersemester auf der Karibikinsel Martinique. Ja, das war spontan eigentlich erstmal so der Wille, was anderes kennenzulernen, gerade auch mit der großen Distanz, ist halt wirklich dann auch so eine Zäsur ist. Über Paris ging es mit dem Flugzeug nach Martinique. Die Université des Antilles et de la Guyane verteilt sich über die beiden Inseln Martinique und Guadeloupe sowie Französisch-Guyana auf dem Festland. Martinique gehört zwar offiziell zu Frankreich, ist aber kaum mit dem europäischen Festland zu vergleichen. Erstmal fühlte ich mich ein bisschen so wie im Traum, also vernebelt irgendwie. Nicht, weil es jetzt besonders schön war, sondern weil es erstmal anders war und ein besonderer Sinneseindruck. So am Flughafen stehen halt Palmen und so weiter. Und man fährt dann auf die Autobahn, den Hauptverkehrszweig da. Und schön ist es erstmal nicht. Nicht nur Land und Leute, auch die Universität der Karibikinsel unterscheidet sich von der Ruhr-Universität Bochum. Vor allem in der Größe. Ist halt klein, architektonisch auch nicht viel schöner als die Rupp. Ist halt, sind andere Fassaden, ne? Ist halt dunkelgelb, aber viel schöner ist es jetzt auch nicht. Stehen halt ein paar Palmen rum und so. Aber sonst gibt halt eine Mensa, die ist so groß wie die Nudeltheke ungefähr. Und das Ganze ist eher süß im Vergleich zu dem hier. Also das Volumen, sag ich mal, der Gebäude, die da stehen, insgesamt vielleicht GB, gerade mal so. Ne? Im Universitätsalltag wurde schnell klar, dass vor allem Flexibilität gefragt ist. Die Räume stehen halt grob fest, sage ich mal, und dann guckt man mal, dann trifft man sich. In der ersten Woche, wenn eine Veranstaltung angesagt ist, kann man eigentlich davon ausgehen, dass sie nicht zu der Zeit und auch nicht an dem Ort stattfindet, ne? Sondern dass sich das dann halt noch fünfmal ändert irgendwie, auch was leer Körper angeht, kann sich auch mal ändern und so. Und das ist halt alles, muss man ein bisschen entspannter sehen, vor allem am Anfang. Auch innerhalb der Veranstaltung bemerkte Philipp große Unterschiede, an die er sich zunächst gewöhnen musste. Das hat mehr den Vorlesungscharakter auch in den Seminaren. Und interessant ist halt auch, dass das ist aber auch in jetzt im europäischen oder geografisch europäischen Frankreich so, dass die Studenten halt erwarten, dass sie die ganze Zeit mitschreiben können, und zwar Wort für Wort. Also da werden keine Konzepte geschrieben bei einer Mitschrift, sondern es wird Wort für Wort abgepinnt oder einfach mitgeschrieben, seitenlang. Und je nachdem, wie gut das geklappt hat, so wird auch die Veranstaltung bewertet. Und auch die Dozenten, denen ist es halt auch aufgefallen, wenn man da saß und nicht die ganze Zeit geschrieben hat. Ne? Und die halt fragen, ja, schreibst du so schnell oder... Ne? Um außerhalb der Veranstaltung Kontakt zu den anderen Studierenden zu bekommen, war Initiative gefragt. Dass man irgendwie zwischenzeitlich mal einen Kaffee trinken geht oder regelmäßig sich mal abends trifft oder mal rausgeht oder selbst sich irgendwie bei irgendwem zu Hause trifft oder so, findet da eigentlich gar nicht statt. Auch unter den Studenten ist es halt so, dass man ohne eigene Schritte zu machen kaum irgendwie Kontakte finden kann. Also es ist halt auch bekannt so, dass man auf Martinique, sag ich mal, auch, man kann da auch alleine bleiben. Ganz einfach, ne? Da muss man einfach nichts machen. Wie schon gesagt, wenn irgendwas gemacht wurde oder organisiert wurde oder so, dann waren es halt oft die Ausländer, ne? Also die irgendwie Abend am Strand oder irgendwie sowas halt organisiert haben. Ne? Das ist halt von den Einheimischen, die waren dann zwar mal dabei oder so oder haben auch mal was gemacht, aber ganz selten. Nach dem Ablauf seines Auslandsaufenthalts
fiel es Philipp aber nicht besonders schwer, sich wieder an den Alltag in Deutschland zu gewöhnen. Das hat sich sehr schnell wieder in seinen üblichen Lauf alles eingegliedert. So, der Kühlschrank steht immer noch an derselben Stelle und Bettchen war auch noch da, also von daher ging das sehr schnell. Ob positiv oder negativ, die gesammelten Erfahrungen während seines Auslandsaufenthaltes schätzt Philipp im Rückblick sehr. Ich würde definitiv nochmal machen und ich bewerte das auch als sehr positiv. So, jedoch hat es halt, war nicht alles wunderbar und traumhaft und so. Es war halt auch schwierig und das ist eigentlich auch gut so. Ne? Also wenn es einfach gewesen wäre, dann wäre es auch nicht so intensiv und nicht so lehrreich gewesen. Und darauf kommt es bei einem Auslandssemester schließlich an. Und wenn ihr auch so einen außergewöhnlichen Auslandsaufenthalt hattet, dann meldet euch einfach bei uns. Schreibt uns eine E-Mail an die unten eingeblendete E-Mail-Adresse. Und jetzt von Martinique nach Oberhausen ins Ruhrgebiet. Dort waren wir bei den internationalen Kurzfilmtagen Oberhausen und haben im Rahmen eines Seminars des Institutes für Medienwissenschaften davon berichtet. One, two, three, four. Jedes Jahr wird Oberhausen erneut zur Pilgerstadt für Filmbegeisterte. Am 29. April dieses Jahres war es wieder soweit. Die internationalen Kurzfilmtage Oberhausen wurden zum 56. Mal eröffnet. Sie zählen zu den ältesten und renommiertesten Kurzfilmfestivals der Welt. In den vergangenen Jahren nahmen bekannte Filmemacher wie George Lucas, Roman Polanski, Michel Gondry oder Werner Herzog an den Kurzfilmtagen teil. Aber warum eigentlich Oberhausen? Nun, man muss immer daran denken, dass die Kurzfilmtage zu einer Zeit gegründet wurden, als hier noch die Besatzungsmächte zuständig waren für die Verwaltung. Und die Gründung der Kurzfilmtage ist eng verknüpft auch mit der Überlegung, wie man aus den Deutschen bessere Menschen machen kann und wie man einfach etwas wie den Nationalsozialismus in Zukunft verhindern kann. Und es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass in der britischen Besatzungszone hier ein solches Festival entstanden ist, weil hier auch die Volkshochschulbewegung nach dem Krieg sehr, sehr stark war. In sommerlich warmer Atmosphäre fand am Abend die Eröffnungsveranstaltung in der Lichtburg statt. Nach kurzer Ansprache von Oberbürgermeister Klaus Wehling hieß es dann: Den internationalen Kurzfilmtagen in Oberhausen 2010 wünsche ich im zitierten Sinne inspirierende Kurzfilme, volle Säle, weise Jurorinnen und Juroren, spannende Diskussionen, ein aktives, sachlich-kritisches Publikum und am Ende glückliche Preisträgerinnen und Preisträger. Herzlich willkommen in Oberhausen, ein herzliches Glück auf! Unter dem Thema From the Deep wurden die Zuschauer mit einem Zeitsprung in die frühe Stummfilmzeit Anfang des 20. Jahrhunderts entführt. Nach alter Tradition wurden die Filme auf dem E-Piano musikalisch untermalt. In einem Filmpalast wurden in 4 Kinosälen dieses Jahr 490 Filme und Videos in den 5 verschiedenen Wettbewerben, dem internationalen, dem deutschen, dem NRW, dem Musikvideo und dem Kinder- und Jugendwettbewerb gezeigt. Im internationalen Wettbewerb wurde dieses Jahr die künstlerische Vielfalt aus 36 Ländern mit insgesamt 64 Beiträgen repräsentiert. Denn Mörker Ön ist ein Film über das Erwachsenwerden und Vertrauensbrüche in der Kindheit. Die Geschichte bewegt sich zwischen zwei Welten, einer grauen, eher realistischen und einer farbenfrohen, fantastischen Welt. Mit dem Cutter schneide ich bewegte, geografische, geologische Höhenlinien in Fotobücher. Jede Bewegung der herausgeschnittenen Masken weist in die Zukunft und in die Vergangenheit gleichzeitig, während sich die fotografische Gegenwart verflüssigt. Ich folge mit dem Messer dem Schatten meiner Hand. Dies sagt Michel Klöpfkorn über seinen Film Flüssiges Papier.
Die beiden langzeitarbeitlosen Freunde Mike und Alfred werden von ihrem Kumpel Rasto als Eisverkäufer am Strand rekrutiert. Sie sollen Konkurrenten sein, doch schon bald führt die unsichtbare Hand des Marktes die beiden wieder zusammen. Ja, tut mir leid, die Verspätung. Hatte viel zu tun. Franchise? Ja, ich bin wieder zurück im Geschäft. Und ich brauche zwei fitte Eisverkäufer am Strand. So, ich will euch das kurz erklären. Jeder von euch erhält ein Marktsegment von 50 Metern. Ihr positioniert eure Stände in der Mitte eures Segments. So habt ihr den optimalen Kundenzugriff. Also, hier. Freundlich sein. Verkaufen. Immer ein Lächeln. Ihr wisst, was ich meine. Der Tag fängt um 6 Uhr an. Und lächeln. Und weiter lächeln. Business firms, consumers, dynamic investigators, leadership skills, track performance, benchmarks for the training programs, match the impact, inspect the object, taking over, win the comeback, development, organizations, stakeholders, participation, analyze the... Das Festival hat in den letzten Jahren versucht, vor allen Dingen auch einen sehr breiten Begriff von Kurzfilm zu vertreten. Also einerseits gab es die Bemühung, auch gerade im Bereich der Popkultur Berührungspunkte mit der Musik beispielsweise festzustellen. Also nicht nur im Bereich der Musikvideos, sondern auch zum Beispiel in einem Programm wie No Wave und vielen anderen Programmen dieser Art. Kurzfilme haben im Bereich der Populärkultur immer eine große Rolle gespielt. Auf der anderen Seite haben wir uns bemüht, dass jährlich sich wiederholende Ereignis im Grunde mit Elementen anzureichern, die sich nicht jährlich wiederholen. Und deshalb machen wir diese großen thematischen Programme, die jährlich etwas Einzigartiges darstellen. Darüber hat sich das Publikum auch sehr stark verändert. Einerseits gibt es diesen gesamten Bereich der Jugendkultur, der sich an das Festival auch angedockt hat. Und es gibt vor allen Dingen auch einen Bereich, der mehr so vielleicht der bildenden Kunst zuzuordnen ist. Also vor allen Dingen Kuratoren, die hierher kommen und an der Schnittstelle von Film und Kunst eben auch für sich arbeiten suchen. Das, was mir eigentlich ganz gut taugt, ist, dass es ein Branchenfestival zu sein scheint, wo man recht einfach und recht schnell eigentlich auch mit den Filmemachern und mit der Branche irgendwie in Kontakt kommt. Oder zumindest mal mit Menschen, von denen man schon ständig irgendwie ein bisschen was gehört hat, aber noch nie wirklich mit denen was zu tun hatte. They didn't know how it will look at all and it was a totally different experience than in the cinema. In zahlreichen Podiumsdiskussionen konnten sich Publikum und Künstler miteinander austauschen. Also zur allgemeinen Stimmung, ich bin ja ein Festivallei und war noch auf gar nicht so vielen Festivals, aber man kann sagen, dass Oberhausen sehr intim ist im Vergleich zur Berlinale, wenn man da sieht, da sind ja Riesen eigentlich sehr weitläufig und hier in Oberhausen hast du eine starke Konzentration. Man hat ich habe jedenfalls das Gefühl gehabt, dass sich die Filmemacher untereinander oder auch die Verleiher sehr intensiv miteinander auseinandersetzen und sich austauschen, was ich sehr schön fand. Allerdings ist dazu auch noch zu sagen, dass der Zugang ist mehr ein Fachpublikum. Also hier sind sehr viele akkreditierte Leute und man hat wenig das Gefühl, dass hier irgendwie Leute von der Stadt Oberhausen zum Beispiel kommen, weil sie sagen, oh cool, Kurzfilme, das wollen wir uns ansehen. Ich habe mir relativ viel angesehen. Was mich am meisten beeindruckt hat, ist, glaube ich, das Hauptthema. Das war From the Deep, vom Meeresgrund. Das sind die Stummfilme aus den 10er Jahren,
wo ich eigentlich auch für einen Großteil der Leute sprechen kann, dass es allen gefallen hat, weil es irgendwie diese kindliche Freude am Kino nochmal wiederbelebt hat. Also man sitzt gemeinsam in diesem dunklen Kinosaal und wir haben eine Live-Begleitung von dem Donald Sossin, der einfach viel von der Stimmung auch wiedergibt und auch eigentlich vorbereitet, wie man sich eigentlich dann in diesem Dispositiv, sage ich mal, fühlen kann. Es war sehr witzig, man hat viel gelacht. Und im Vergleich zu den Wettbewerben, wo man eigentlich schon merkt, dass da sehr intellektueller Anspruch ist und sehr kritisches Publikum, konnte man sich im From the Deep einfach mal fallen lassen und einfach mal wieder Kino genießen. Aber auch an der Ruhr-Uni war es in letzter Zeit sehr spannend. Denn die Ingenieure haben wieder ihren besten Eierwerfer gesucht beim Flying Eye 2010. Dieses Jahr geht es halt darum, dass wir ein Geschoss gegen eine Platte schießen wollen. Und diese Platte ist oben aufgehängt und soll möglichst weit ausschwingen. Und wir haben halt jetzt gewisse Beschränkungen, also das Geschoss darf nicht allzu schwer sein und in diesem Geschoss ist halt ein Ei drin, ein rohes Ei. Und wenn das gegen die Platte fliegt, dann muss man natürlich irgendwie dafür sorgen, dass es nicht zerplatzt. Weil wenn es zerplatzt, hat man halt verloren. So, und das ist halt jetzt die Schwierigkeit an dem diesjährigen Wettbewerb. Dieses Jahr sind wir insgesamt 4 Teams, also 2 reine Erstsemester-Team, ein Team, was nur aus Leuten des 6. Semesters besteht und eins, was gemischt ist zwischen 6. Semester und Erstsemester. Ja, ich glaube, die Aufgabenstellung dieses Jahr ist deutlich machbarer und ich glaube, dass es ein sehr spaßiger Wettbewerb wird. Aus 2 Erstsemestern und 2 Sechssemestern. Und zwar ist das so eine Balliste, dass man hier dadurch steht es unter Spannung. Dann wird das hier aufgezogen, richtig mit so einem Rad, also das kann man mit der Hand gar nicht ziehen, so fest wird es aufgezogen und das schießt es dann halt ab. Und wir haben das Ei halt in so eine Plastikflasche getan mit Schaumstoff drumherum, dass ist das auch überlebt. Habt ihr irgendwie Hilfe gehabt von einem Dozenten oder ist euch die Idee komplett alleine gekommen? Also wir saßen ziemlich lang und haben uns überlegt, wie wir das bauen. Und haben da natürlich, als wir dann in der Werkstatt waren, noch ein paar Ideen gefunden, wie wir das dann bauen. Und ich glaube, wir sind alle ganz zufrieden mit dem, was dabei rausgekommen ist. Auf jeden Fall. Wie kamt ihr so auf die Idee? War das so das Prinzip irgendwie so ein bisschen an diese Kartoffelkanone erinnert, die man so kennt? Ja, also wir haben uns halt überlegt, wir müssen ja, wollen ja möglichst viel Energie in Bewegung umsetzen. Also müssen wir Energie irgendwie speichern. Wir dürfen auch keine chemischen Prozesse benutzen. Und da haben wir halt gedacht, dass man am meisten Energie speichern kann, indem man halt Gas unter Druck setzt. Und das haben wir halt gedacht, das kriegen wir am besten mit so einer Flasche hin. Andere Teams haben halt sich überlegt, das mit einem Gummi zu machen und Spannenergie zu benutzen. Aber wir haben mal ein bisschen rumgerechnet und es ist aufgefallen, dass man da wesentlich weniger Energie drin speichern kann. Und deshalb haben wir uns dann auf diese Flasche geeinigt. Also wir haben hier die Kunststoffplatte und die ist halt hier oben gelagert an einem Gummiband, sodass die halt hier ausschwenken kann. Hier haben wir einen Stift befestigt, der wird mit einer Feder halt gegen dieses Blatt gedrückt. Und anhand des Rasters kann man halt sehen, wenn die Platte jetzt hier nach vorne, ich kann das jetzt leider nicht demonstrieren, nach vorne ausgelenkt wird, entsteht eben hier so ein Kreisbogen. Und je größer der Impuls ist, desto höher wird es halt hier ausschlagen und desto höher geht der Kreisbogen. Und daran können wir das halt messen. Ja, wie ihr seht, hat die beste Konstruktion gewonnen mit der Gasflasche. Und wir hoffen, dass ihr euch auch im nächsten Jahr hier anmeldet, dass es mehr Bewerber gibt
die hier mitmachen und dass wir einen attraktiven Wettbewerb hier haben. Also dann zurück ins Studio. Mann, auf Idee muss man erstmal kommen. Aber wie sagt man so schön, dem Ingenieur ist nichts zu schwer. Dies war's erstmal von uns, aber wir möchten auf jeden Fall unser Versprechen von letztem Mal noch einlösen. Und deswegen zeigen wir euch jetzt noch einen Film vom Spartan Film Festival in Moers und sagen bis zum nächsten Mal.
Thank you.